Zimmer. Zur Zwangsversteigerung kommen Haus und Grundstück Erlenfeld 16. Das Mindestgebot liegt bei 140.000. Ich sehe 140.000. Weitere Gebote? 145.000. 145.000. Komm. 145.000. Zeugenaussagen, wenn wir im Moment nicht kriegen. Die Leute sind fix und fertig. Ja, ist ja klar. Na, Herr Blumenthal, gut, dass Sie kommen. Hauptkommissarin Klar, Staatsanwalt Blumenthal. Guten Tag. Hallo. Herr Blumenthal ist seit einem Monat in meiner Abteilung. Tja, Überfall im eigenen Haus. Wir werden ganz schön Druck bekommen. Können Sie mich unterstützen? Ja, natürlich. Das Opfer heißt Mike Bertram, 29 Jahre alt, Taxifahrer. Interessant ist seine Anschrift, dass genau das Haus, das bei der letzten Auktion versteigert werden sollte. Ach. Okay, ich verständige die Angehörigen. Bis später. Gut. Das hat er bei sich gehabt. 20.000. Warum hat das der Täter nicht mitgenommen? Naja, was wissen wir denn schon über den Tathergang? Achso, Entschuldigung, Hauptkommissar Schubert, Staatsanwalt Blumenthal. Aha. Also, Raubüberfall, Einzeltäter, sollte wohl eine Blitzaktion werden. Rein, Kohle kassieren, raus. Aber dann ist ihm was dazwischen gekommen. Nach dem Schuss ist er dann sofort abgehauen, also... Gut, können Sie mir den Tatort zeigen? Aber gerne doch. Mein Name ist Reuter. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Frau Schütte, Sie wollten ein Haus ersteigern. Ja, also für meinen Chef. Viele Architekturbüro. So ein altes Bauernhaus mit ein bisschen Land. Wir haben gerade angefangen mit dem Bieten, als es passiert ist. Also der Tote und ich. Ach so, Sie haben auf dasselbe Haus geboten. Mhm. Also ich hätte es auch bekommen. Mein Chef will das Haus unbedingt haben. Die anderen in jedem Fall überboten. Sie haben angegeben, Sie hätten 20.000 Euro im Bar bei sich gehabt. Genau, das ist Bargebot. Also man muss gleich anzahlen, wenn man in ein Haus ersteigt. Das heißt, alle Bieter hatten so viel Bargeld bei sich? Ja, kann man davon ausgehen, ja. Das wusste der Typ auch. Kam rein, alle mussten sich hinlegen, das Geld rausgeben. Ging ja super schnell. Also, bis er halt. Bis er zum Opfer kam, meinen Sie? Ja, der wollte sein Geld halt nicht rausgeben. Und der Typ hat sofort geschossen. Und bei seinem Rückzug, da ist er Ihnen nicht aufgefallen. In dem Chaos? Aber er muss hier vorbeigekommen sein. Kann sein, aber wir sind natürlich sofort dahin, von wo der Schuss kam. Und das ist euch nicht entgegengekommen. Ich meine, der Typ muss auffällig gewesen sein, maskiert. Da waren jede Menge Leute, die rannten hier alle durcheinander. Können Sie den Mann beschreiben? Der hatte so eine Sturmmaske auf und einen blauen Overall. Das ist nicht so was wie 1,75 oder so, würde ich sagen. Mehr kann ich nicht, mehr weiß ich nicht. Hm. Hat er irgendwas gesagt? Ja, nicht viel. Also, es war eine Männerstimme, also ein Mann. War das
Hochdeutsch oder hat er irgendeinen Dialekt gesprochen? Die Schuhe sind mir aufgefallen. Der hatte Laufschuhe an, also so eine Dämpfungsschuhe. Dämpfungsschuhe, was ist das denn? Ja, ich bin Joggerin, deswegen ist mir das aufgefallen. Das sind Schuhe so für übergewichtige Läufer, so ab 95 Kilo ungefähr. Wirkt er trainiert, oder? Nee, der war eher so ziemlich schwerfällig, trampelnder Gang. Also jung war der nicht, der war locker 50. Hier versteigert werden. Wie weiß ich, ist ja mein Haus. Wohnt die ganze Familie hier? Ich lebe in Portugal, bin erst seit ein paar Tagen da, wegen einer Erbgeschichte. Maike hat hier mit meinem Vater zusammengelebt, mit Heinz aber. Sind die beide tot? Ja, das muss schrecklich für sie sein. Erst der Vater und dann ihr Bruder. Stiefbruder. Ah. Ich kannte Mike kaum. Er ist der Sohn von Vaters zweiter Frau. Hatte den ewig nicht gesehen. Wer hat das Haus gekauft? Soweit kam es nicht. Die Auktion wurde abgebrochen. Oh. Haben Sie eigentlich noch weitere Verwandte? Alle tot. Mutter, Vater, Mike. Ach so, mein Bruder Achim, der lebt natürlich noch. Dem müssen Sie auch Bescheid sagen. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie die Leiche von Mike Bertram identifizieren könnten. Ach, was soll mal der Achim machen? War ja schließlich auch sein Stiefbruder. Wir suchen einen etwa 50-jährigen männlichen Täter. Irgendwas zwischen 1,75 und 1,85 groß. Stämmig. Schuhgröße 45. Gut, dann sollten wir zu die Öffentlichkeitsfahndung vorbereiten, richtig? Ja. Das mache ich doch sofort. Ganz schön zackig, der neue Kollege. Ja, ich glaube, der steht ziemlich unter Druck. Sein Vater ist Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer, einer von den ganz harten Knochen. Also ein ca. 50-jähriger Einzeltäter, Blaumann, schwarze Maske. Ortskenntnis, weiß, wo es viel Geld zu holen gibt. Er knapp 500.000 erbeutet, kennt sich am Tatort aus, ist abgebrüht. Gut möglich, dass er Erfahrung hat. 500.000? Da sollten wohl noch teurere Häuser versteigert werden. Wie auch immer, ein Profi wäre ohne die 20.000 des Mordopfers nicht abgehauen. Vielleicht ist es einfach nur jemand, der öfter zu diesen Versteigerungen geht. Ja, überschaubare Szene, man kennt sich wahrscheinlich. Geh doch mit dem Kollegen Blumenthal bitte mal die Bieterlisten durch, ja? Mach ich. Mir gefällt der Zeitpunkt des Überfalls nicht. Ausgerechnet, als Mike Bertram das Haus des eigenen Vaters ersteigern will. Ich meine, dabei wäre er doch eigentlich ein Erbe gewesen. Nein, nein, er war der Stiefsohn vom alten Haber aus zweiter Ehe. Ja, dann fällt er aus der Abfolge, es sei denn, es gibt ein Testament. Obwohl er da mit dem Vater, Stiefvater, gewohnt hat? Ja, das hat damit nichts zu tun. Er wollte das Haus auch nicht hergeben. Es gibt sogar eine aktenkundige Schlägerei zwischen ihm und einem der Erben. Hier, das sind die beiden. Bianca und Achim Haber, die leiblichen Kinder des alten Haber. Ja, richtig gute Freunde werden die beiden nicht sein. Ja, Zwangsversteigerung bedeutet in der Regel, dass es vorher Streit gab. War das wirklich nötig, dass wir beide hierher kommen? Ja. Darf ich das jetzt auch noch alleine machen? Du hast mich schon mit Vaters Beerdigung sitzen lassen. Ach Gottchen. Können Sie den Toten identifizieren? Okay, das ist Mike Bertram. Sobald wir hier fertig sind, können wir den Leichnam freigeben. Ja, und? Sie können dann die Beerdigung organisieren. Ich wüsste nicht, was wir damit zu tun haben. Sie sind die nächsten Angehörigen. Wir sind doch nicht mal mit ihm verwandt. Dann muss ich das Sozialamt verständigen.
Ja gut, sollen die sich drum kümmern. Jetzt bin ich mal dran mit Fragen. Was passiert denn eigentlich mit unserem Haus? Die Versteigerung wurde ja abgebrochen. Da wird es einen neuen Termin geben. Gucken, hat sich gar nicht gelohnt. Versteigert wird's doch. Muss es jetzt sein, ja? Der Täter hat einen Blaumann an. Gab es hier gestern sowas wie Reparaturarbeiten? Selbst wenn. Das ist ja hier alles Sicherheitsbereich. Ne? Ohne Kontrolle kommt ja keiner rein. Aber ganz offensichtlich ist er ja doch reingekommen und doch wieder raus. Oder hat er vielleicht eine Tarnkappe aufgehabt und wir sind hier im Märchen oder was? Keine Ahnung, ich war ja gestern gar nicht da. Wo geht's denn da lang? Das ist Treppenhaus G. Richterzimmer, Dienstbüros und so weiter. Nee, das haut nicht hin. Hm? Nur mit Codekarte. Das ist alles Sicherheitsbereich. Wir hatten alles so eine Karte. Oh, alle, die befugt sind. Klar. Hier ist der Kerl bestimmt nicht durch. Darauf könnte ich wetten. Hallo. Hier, die Versteigerungsakte, Zeugenvernehmung und die Bieterliste. Super, danke. Wir haben alles schon einmal durchgeackert, aber immer noch keine Antworten. Na ja, Kollege, Sie haben sich Ihre Arbeit wahrscheinlich etwas abenteuerlicher vorgestellt bei uns, oder? Naja, wie man es nimmt. In Abteilung 4 habe ich hauptsächlich mit Trickbetrügern und Buchmachern zu tun. Kleinkriminelle mit großen Aktenbergen. Die Aktenberge sind geblieben. Immerhin habe ich hier meinen ersten Mordfall. Das stimmt. Willkommen im Club. Ihr Vater wäre sicher stolz auf Sie. Ich habe das Gutachten über das Haus der Habers besorgt. Was ist damit? Der Gutachter hat den Wert des Hauses mit 200.000 Euro festgelegt. 200? Dafür? Aber das ist doch Schrott. Niemals im Leben hätten die so einen Preis erzielt. Trotzdem wollte es Architekt Fiedler unbedingt haben. Fiedler? Der steht nicht auf der Bieterliste, obwohl er sonst überall auftaucht. Genau. Ja, ja, er war diesmal nicht persönlich bei der Versteigerung. Er hat eine Mitarbeiterin geschickt, eine Frau Schütte. Die steht auf der Liste. Vielleicht war er anderweitig verhindert. Vielleicht. Als Stammkunde kennt er sich natürlich hervorragend aus im Justizzentrum. Und er hat ganz genau gewusst, dass sehr viel Bargeld in den Jackentaschen steckt. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht. Bruno! Herr Fiedler? Ja. Mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Guten Tag. Staatsanwalt? Wenn Sie zu Ines wollen, die ist da hinten. Aber bitte seien Sie nett zu ihr. Die ist total mit den Nerven runter. Nein. Ich wollte schon mit Ihnen reden. Ich habe mich gefragt, warum sind Sie nicht selbst zur Auktion gegangen? Warum haben Sie Frau Schütte geschickt? Weil sie es kann. Sie ist clever, vertrauenswürdig und sie hat es nicht zum ersten Mal gemacht. Sagen Sie, habe ich irgendwas verbrochen? Wir beide haben eins gemeinsam, einen guten Draht zum Baudezernat. Auf dem Grundstück der Habers ist eine Wohnsiedlung geplant. Das heißt, der Wert dieses Grundstücks wird sich in den nächsten Jahren mindestens verfünffachen. Sehen Sie? Und genau deshalb war ich nicht bei der Versteigerung. Die Stammbieter kennen sich alle untereinander. Wenn ich da auftauche, dann ist das wie eine Kampfansage für die anderen. Die riechen doch sofort Lunte. Sie meinen, das hätte den Preis in die Höhe getrieben? Hm. Oh Gott, Ines! Sehr gut. Ich bringe Sie gleich zum Arzt. Herr Fiedler, nur eine kurze Frage. Wer wusste alles von dieser Wertsteigerung? Von mir bestimmt niemand. Oder glauben Sie, ich würde schlafende Hunde wecken? Und der alte Haber, der wollte sowieso nicht verkaufen. Ach, dem alten Herrn Haber haben Sie schon ein Angebot gemacht. Ja. Kann es sein, dass sein Stiefsohn, Mike Bertram, etwas mitbekommen hat davon? Der war beim Gespräch dabei. Aber der und sein Vater, das waren zwei Traumtänzer. Keine Ahnung, ob die mich überhaupt verstanden haben. Gute Besserung, ja? Dankeschön.
von der Ballistik kann er nicht viel sagen, außer dass der tödliche Schuss aus einer 9mm-Waffe gefeuert wurde. Zwischen dem Architekten Fiedler und dem Tod von Mike Bertram gibt es vielleicht einen Zusammenhang. Dieser Fiedler ist in eine Baupleite in Schierstein verwickelt. Er musste schon Mitarbeiter entlassen. Geldnot, Ortskenntnis im Justizzentrum, das sind ja schon mal zwei Kriterien, die zum Täterprofil passen. Wir sind einmal davon ausgegangen, dass das Haus der Habers eine Schrottimmobilie ist. Das stimmt nicht. Dieses Haus wird mittelfristig seinen Wert vervielfachen, weil auf dem Areal eine Wohnsiedlung gebaut wird. Es könnte also sein, dass Fiedler sich mit diesem Geschäft sanieren wollte. Ja, die 20.000 waren ja auch nur eine Anzahlung. Wenn Fiedler wirklich pleite ist, woher wollte er dann die Restsumme nehmen? Na, durch den Überfall. Die Versteigerung wurde abgebrochen. Er hatte das Geld und hatte damit auch das Geld für die nächste Versteigerung. Deswegen hat er auch eine Mitarbeiterin hingeschickt. Ja. Was für Fiedler gilt, gilt auch für Mike Bertram. Der war ja wohl auch ziemlich knapp bei Kasse. Also erstens, woher waren die 20.000, die er bei sich hatte? Und zweitens, wie wollte er an den Rest der Kohle rankommen? Ich habe keine Ahnung, 180.000 einfach so rumliegen. Manchmal überrascht er mich. Noch was. Der Täter und das Opfer haben anscheinend miteinander geredet. Und was haben sie geredet? Was genau? Ja. Das konnte mir leider keiner so wirklich sagen. Fest steht nur, dass Mike Bertram die Kohle nicht rausrücken wollte und dass sie sich geduzt haben. Vielleicht kannten die sich. Sagen Sie mal, diese Mitarbeiterin da von dem Fiedler, Ines hier... Schütte. Die war doch verlässlich als Zeugin, oder? Frau Schütter hat mir gegenüber nichts davon gesagt, dass während des Überfalls geredet wurde. Befragt Sie bitte, ja? Mhm. Ah, da kommt der Herr Blumenthal. Hallo, hallo, Herr Reuter. Hallo. Kaffeepause? Ja. Ja. Hören Sie, ich habe die Überwachungsvideos aus dem Justizzentrum. Gut. Hier sollte der Täter eigentlich irgendwo drauf sein. Ich würde es mir gleich ansehen. Sollen wir zusammen? Nein, nein, nein. Geben Sie mir mal den Stick. Die Kollegen werten das aus. Herr Blumenthal, die Pressestelle macht Druck. Bereiten Sie bitte eine Erklärung vor. Ja, gut. Mache ich. Danke. Reuter. Bernd, bei den Taxileuten weiß auch niemand, woher Mike Bertram das Geld hatte. Wir haben noch die Geldscheine, die er bei sich hatte. Gib die mal zur KTU, vielleicht finde ich ja was. Gut, mache ich. Und noch was. Bertram hatte sein eigenes Taxi zugelassen auf den alten Haber. Das haben die Geschwister Haber nach seinem Tod einkassiert. Also wenn du mich fragst, ist das kein normaler Erbstreit mehr, das ist Krieg. Danke, Kerstin. Guten Tag, Frau Haber. Oh. Kann ich weiter rauchen oder verhaften Sie mich jetzt? Ich habe nichts gesehen. Darf ich? In Portugal ist ein bisschen Gras auch erlaubt. Ach, Sie leben in Portugal? Mhm. Wo denn da? Wo denn da? In der Nähe von Lissabon. Zusammen mit meinem Sohn, der ist gerade 19 geworden. Ich habe uns da was Eigenes aufgebaut. Kleines Hotel. Es ist einfach, aber schön. Und weit weg von zu Hause? Das hier war kein Zuhause. Das hier war die Hölle. So. Auf mich wirkt das hier so, als sei das mal sehr schön gewesen. Ja, bis meine Mutter gestorben ist. Danach hat mein Vater eigentlich nur noch mit Schrotflinten auf Krähen geschossen. Und der kleine Achim musste schon ganz früh mitmachen. So ist hier alles im Bach runtergegangen. Ihr Stiefbruder ist ja offensichtlich besser mit ihrem Vater ausgekommen. Er hat ihn immerhin die letzten Jahre gepflegt. Gepflegt? Die haben von Toastbrot und Fertigpizza gelebt. Also mich wundert, dass Ihr Vater kein Testament gemacht hat, in dem Mike Bertram berücksichtigt wurde. Mit sowas hat er sich nicht aufgehalten. Ja, immerhin hätte man so vielleicht die Zwangsversteigerung vermeiden können. Hm. Achim und ich gehen uns schon lange aus dem Weg. Als unser Vater gestorben ist, wollte ich das Haus ja so schnell wie möglich verkaufen. Jeder kriegt die Hälfte, fertig. Aber er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Seine Frau ist ihm abgehauen. Kein Wunder.
Und jetzt will er das Haus als so eine Art Ponyhof für seine Mädchen. Warum hat er sie nicht einfach ausbezahlt? Habe ich ihm vorgeschlagen, aber er arbeitet als Monteur bei einem Küchenbauer. Verdient er natürlich nicht genug. Und Kredit, da war er, wollte er nicht, war ihm zu viel Druck. Bleibt ja praktisch nur die Zwangsversteigerung. Frau Haber, wir suchen das Taxi von Herrn Bertram. Wissen Sie, wo das abgeblieben ist? Müssen Sie Mike fragen? Achim. Guten Tag. Sind Sie Herr Haber? Ja, warum? Hauptkommissarin Klar. Ich komme wegen des Taxis. Der Fahrzeugbrief war auf meinen Vater ausgestellt. Also war es mein Taxi. Obwohl Ihr Bruder damit seinen Lebensunterhalt verdient hat. Mein Stiefbruder. Er hat uns nach Strich und Faden ausgenutzt. Als mein Vater gestorben ist, da bin ich auf allem sitzen geblieben. Sterben ist teuer, wussten Sie das? Ja, durchaus. Wir brauchten einen Sarg. Dafür habe ich das Auto zurückverlangt. Mit so einem Nachdruck, dass die Polizei kommen musste. Steht es nicht in Ihrer Polizeiakte? Er hat mich angegriffen. Ich wollte es von Ihnen persönlich hören. Ich habe ihn rausgeschmissen. Aber meine Schwester hat wieder mal ihren Heiligkeitsanfall gekriegt und ihm erlaubt, weiter da zu wohnen. Tja, Frau Schütte. Schubert-Kripo Wiesbaden, erinnern Sie sich an mich? Wir haben uns gestern kurz unterhalten. Ihre Mutter hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Ja, ich jogge hier normalerweise. Posttraumatische Belastungsreaktion, hat der Arzt gesagt. Haben Sie schon mal gehört? Gehört irgendwie zu meinem Job dazu. Aber bei Ihnen muss das gerade ziemlich... Naja, ich schlafe nicht mehr. Also ohne Licht schon gleich gar nicht mehr. Es kann wohl noch Wochen so gehen. Sie meinen, der sich da um Sie kümmert? Was soll denn das jetzt werden? Hier ein Heiratsantrag? Also ich bin noch zu haben, wenn Sie auf Psychoknacks stehen. Allerdings ist meine Mutter gerade da, aber das ist schwierig mit Herrenbesuch. Ja. Also, nee, ich habe noch eine Frage wegen des Überfalls. Ist das okay? Die anderen Zeugen haben ausgesagt, dass Täter und Opfer sich miteinander unterhalten haben. Keine Ahnung, das ging alles super schnell. Er hat mich als erstes drangenommen, ich musste mich mit dem Gesicht auf den Boden legen. Ich weiß nicht, wenn die irgendwas gesagt haben. Dann hätten Sie das eigentlich hören müssen. Sie waren direkt neben dem Opfer. Tut mir leid, sorry, ich kann echt nur das beschreiben, was ich gesehen habe. Mehr weiß ich nicht, tut mir leid. Hallo. TV-Dinner? Unbedingt. Ich dachte, wenn ich schon schuld an Ihrer Nachtschicht bin, dann lass sie wenigstens nicht allein. Sehr nett, danke. Mögen Sie Sushi? Sehr, danke. Kleine Alltagsflucht? Sozusagen. Kennen Sie den Salto Ángel? Mhm. Ist der größte Wasserfall der Welt. In Venezuela. Wunderschön. Mhm. Waren Sie schon mal da? Mhm. Jeden Abend vor dem Einschlafen. Ich dachte, Ihre Leidenschaft sei Jura. Nee, die gab's vorher aus dazu. Mein Vater hat mir als Kind schon aus dem Strafgesetzbuch vorgelesen. Autsch. Mhm.
Was ist? Kennen Sie den? Allerdings. Guten Morgen, Herr Haber. Haben Sie heute frei? So ist es als Alleinerziehender. Wenn die Kita streikt, dann nimmt man sich einfach Urlaub. Wir haben da noch ein paar Fragen an Sie. Die Aufnahme ist circa 10 Minuten vor dem Überfall entstanden. Und? Was wollten Sie da? Zur Versteigerung. Das war ja immerhin mein Haus, was da unter den Hammer kommen sollte. Aber Sie waren nicht bei der Versteigerung. Oder etwa doch? Auf dem Weg zum Sitzungssaal. Und dann ging plötzlich der Alarm los. Nee. Sie verwechseln da gerade was. Der Alarm ist losgegangen, weil Sie im Sitzungssaal waren. Bewaffnet und maskiert. Da sitzen meine Kiddies. Ich würde nie sowas machen. Ich würde nie was machen, was mich in den Knast bringt. Wissen Sie, wir haben manchmal mit Leuten zu tun, die machen noch ganz andere Sachen für ihre Kinder. Ich war auf irgendeinem Flur, als der Alarm losging. Und plötzlich gingen überall die Türen auf und die Leute rannten zum Ausgang. Da bin ich natürlich auch gerannt. Noch was. Sie haben das Erbe Ihres Vaters angetreten? Das habe ich ja bereits gesagt, oder? Dann können Sie uns ja auch sagen, was mit seinen Waffen passiert ist. Hier, Sie haben diese Besitzkarte für die Waffen Ihres Vaters beantragt. Das war doch eine Formsache. Falls ich die Dinge mal verkaufen will. Ich interessiere mich ganz besonders für die hier. 9mm, Walter P99, Halbautomatik. Wo ist denn die? Kann ich mir die mal angucken? Da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht im Haus meines alten Herrn. Vielleicht aber auch in Ihrer Wohnung? Ich habe nicht mal gewusst, dass er überhaupt eine Pistole hat, bis ich den Antrag ausgefüllt habe. Da haben wir aber andere Informationen. Wir wissen, dass Sie sich im Waffenschrank Ihres Vaters auskennen und dass Sie mit einer Waffe umgehen können. Können wir mal kurz reinkommen? Ich meine, vielleicht finden wir sie ja. Am besten noch von meinen Kindern, ja? Sie haben ja nicht mal einen Durchsuchungsbeschluss. Noch nicht, aber bald. Gefällt er dir eigentlich? Wer? Na, Blumenthal, wer sonst? Wieso? Wie kommst du drauf? Nur so ein Gefühl. Bist du etwa eifersüchtig? Ja, klar. Und der Typ... Der geht dir ziemlich auf den Senkel, oder? Ja. Irgendwie schon. Mit seiner übereifrigen Getue. Ja, Herr Reuter, sofort, Herr Reuter. Ich glaube, der hat ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Bei dem Vater? Ja, der Klassiker. Aber irgendwann ist damit ja auch mal gut. Ich meine, als erwachsener Mann kann man sich schon mal von seinem Vater emanzipieren, oder? Sagt wer? Sigmund Schubert? Na also. Mal gucken, wo er jetzt hin will. Suchst du die hier? Woher kennst du die Kombination? War jetzt nicht so schwer. Gib her. Was habe ich eigentlich getan, Bianca? Nichts. Du hast mir nichts getan. Was hast du der Polizei gesagt? Nichts. Und warum stehen die dann bei mir auf der Matte? Du hattest nicht das beste Verhältnis zu Mike, darüber haben die eine Akte. Dass ich mit dem Ding umgehen kann, das steht in keiner Akte. Das hast du denen gesteckt. Nenn mir einen Grund, warum ich das tun sollte. Die denken, ich bin das gewesen. Und? Warst du's? Konntest du es nicht mehr ertragen, dass er in deinem Haus lebt? Oder weil Vater ihn lieber hatte? Ich bring den doch nicht um. Dann kann dir auch nichts passieren.
Und wenn doch, dann kriegst du dafür lebenslänglich. Damit du mit dem Haus hier machen kannst, was du willst. Denkst du, ich bin blöd? Gib das Ding her. Ich habe gesagt, du sollst mir die Pistole geben. Polizei! Die Hände hoch! Der wollte mich erschießen. Sie hat geschossen. Also wenn sie beide geschossen haben, dann kommen sie jetzt auch beide mit. So ein Quatsch. Sie hat geschossen. Ich muss zu meinen Kindern. Die sind bei meiner Nachbarin. Machen Sie sich keine Sorgen. Um die kümmern wir uns. Plötzlich steht der da und fuchtelt mit der Pistole vor mir rum. Wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke auf die Waffe? Ja, weil ich sie ihm wegnehmen wollte. Hatten Sie keine Angst? Vor meinem kleinen Bruder. Was wollt ihr überhaupt mit der Waffe? Es sah so aus, als ob er sie in den Schrank legen wollte. Hat er sie reingelegt oder hat er sie rausgenommen? Reingelegt. Am Abend vor der Versteigerung ruft mich auf einmal Mike an. Völlig bekifft. Und grölt, ich soll mir ein letztes Mal das Haus anschauen. Der wird es nämlich am nächsten Tag kaufen. Hm. Was denken Sie denn, warum er Ihnen das erzählt hat? Sollte wohl eine Retourkutsche sein. Wegen der Schlägerei und der Sache mit dem Taxi. Meine Schwester sitzt daneben und lacht sich kaputt. Wahrscheinlich auch breit wie eine Autobahn. Die wollten mich beide auf die Palme bringen. Was Ihnen ja auch gelungen ist. Ja, aber was hat das konkret mit Ihrem Besuch im Justizzentrum zu tun? Ich wollte sehen, ob der da überhaupt auftaucht. Woher sollte der so viel Geld haben? Geliehen vielleicht? Das ist das Geld, das wir nach dem Überfall im Gericht sichergestellt haben. 20.000 Euro. Frau Haber, jeder Geldschein hat einen Kennbuchstaben. Und mit diesem Kennbuchstaben können Sie feststellen, in welchem Land das Geld herausgegeben wurde. Und alle diese Scheine kommen aus Portugal. Haben Sie das Geld mitgebracht? Ja. Aber Sie wollten es doch sicher nicht Ihrem Stiefbruder schenken, oder? Natürlich nicht. Ich brauche das zurück, das sind meine Ersparnisse. Gibt es darüber irgendwelche Nachweise? Ja, Kontoauszüge. Also Mike hatte mich damals kontaktiert nach dieser Sache mit dem Taxi. Ich sag Pech. Und dann hat er mir erzählt, dass er einen Interessenten hat für das Haus. Und dieser Interessent wollte mehr bezahlen als das, was Sie von der Auktion erhofft haben? Genau. Aber Achim hätte das Haus doch nie verkauft. Und da haben Sie Mark Bertram das Geld gegeben und ihn zur Auktion geschickt, ja? Ja, wir wollten es dann an Fiedler weiterverkaufen und uns den Gewinn teilen. Frau Haber, eins ist für möglich, dass Mark Bertram vor der Auktion Ihren Bruder angerufen hat und erzählt hat, was er vorhat? Also, ganz ehrlich, ich will meinem Bruder wirklich nichts Böses, aber den Rest können Sie sicher denken. Was hat sie Ihnen erzählt? Was hat sie Ihnen erzählt? Sie hat Ihnen doch was erzählt! Ich hab Sie was gefragt! Wo bringen die ihn hin? Na, in Polizeigewahrsam. Danach zum Haftrichter. Sie können morgen besuchen und dann gegebenenfalls unterstützen. Meine 20.000, kann ich mir die jetzt irgendwo abholen? Nein, wir brauchen das Geld noch eine Weile. Tut mir leid, Frau Habe. Noch ein Grund mehr, dieses Scheißhaus endlich zu verkaufen. Sind Sie sich überhaupt sicher, dass Ihr Bruder einverstanden wäre mit dem Verkauf? Der wird wohl zur Vernunft kommen. Im Knast braucht er doch kein Haus. Da braucht er Geld allein für die Kinder. Na komm, dann frage. Bringen Sie mir bitte die Zeugin Ines Schütte. Wir machen eine Gegenüberstellung, ja? Der Täter war doch maskiert. Sie wird ihn am Gang erkennen. Da ist sie Expertin. Richtig, sie hat doch was erzählt. Jogging-Schuhe, Dämpfungssohlen und sie weiß... Ja, richtig. Okay, mach ich. Sonst noch was? Nein, das war's, danke. Gut. Blumenthal? Ja? Warum sind Sie eigentlich immer so nervös? Sie machen das doch alles prima.
Guten Morgen, Bernd. Morgen. Na, wie war die Gegenüberstellung? Negativ. Ines Schütter ist seit gestern verschwunden. Wir haben mit ihrer Mutter gesprochen. Sie ist gestern nicht vom Joggen zurückgekommen. Und Fiedler soll sie entlassen haben. Ja. Hier von der KTU. Inzwischen ist klar, dass Achim Habers Pistole nicht die Tatwaffe ist. Na, das geht doch schon mal nicht schlecht. Die Pistole ist bis auf gestern jahrelang nicht benutzt worden. Im Magazin stecken Vollmantelgeschosse, nicht untypisch für Jagdwaffen. Aber jetzt kommt's. Mike Bertram wurde mit einem Deformationsgeschoss getötet. 9 mm Parabellum. Wie bitte? Morgen. Und? Ich war gerade beim Therapeuten von Ihnen Schütte, da... Herr Reuter? Ja, ich höre. Also, ich war gerade beim Therapeuten von Ines Schütte, da hatte sie heute Morgen einen Termin, aber da ist auch nicht aufgetaucht. Abgesagt hat sie auch nicht. Ja gut, wir suchen sie. Sag mal, mit der Munition, das macht mir wirklich Sorgen. Mhm. Munition? Ja, wir müssen damit rechnen, dass unser Opfer mit einer Dienstwaffe getötet wurde. Oha. Da rätseln wir die ganze Zeit, wie der Täter es geschafft hat, die Waffe ins Justizzentrum zu schmuggeln. Und vielleicht musste er das gar nicht, weil sie schon da war. Die Tatwaffe war wahrscheinlich eine HKP-30. So eine haben wir alle. Und wo ist Ihre? Kann sein, bei mir zu Hause. Wollen Sie damit sagen, dass Sie nicht wissen, wo Ihre Dienstwaffe ist? Ich will damit sagen, dass es sein kann, dass sie vielleicht bei mir zu Hause ist. Und da darf ich sie mit hinnehmen, oder? Am Tag des Überfalls, da hatten Sie frei. Wo waren Sie denn da? Im Schrebergarten. Bin ich jetzt verdächtig, oder was? Wie man es nimmt. Wir suchen einen Täter, der sich im Justizzentrum auskennt. Wie in seinem Wohnzimmer, der weiß, wo es was zu holen gibt. Und der unerkannt rein und wer rauskommt. Wir haben eine Täterbeschreibung. Circa 50, groß, kräftig. Der hatte doch eine Maske auf. Herr Krug, ich frag's jetzt noch einmal. Wo ist Ihre Dienstwaffe? Weg. Was weiß ich? Vielleicht ein Jux von den Kollegen. Ein Jux? Das glaube ich eher weniger. Ich habe mich vorhin mit denen unterhalten. Und? So richtig beliebt sind Sie bei denen nicht. Und, was meinst du? Ja, wir brauchen diese Ines Schütte für eine Gegenüberstellung. Die haben mir auch was erzählt von ihren Sportwetten. Ist das nicht ein teures Hobby? Man verliert schon. Und dann war noch die Sache mit dem Disziplinarverfahren nach einer Gewalttat. Gewalttat? Das ist Ewigkeiten her. Ich bin halt in eine Schlägerei geraten. Bin Fußballfan. Welcher Verein? Eintracht. Ines Schütte? Was fällt Ihnen zu denn? Ines Schütte? Ines Schütte kenne ich nicht. Wer soll denn das sein? Die Zeugin, die den Täter identifizieren kann. Ist ja gestern verschwunden. Vielleicht wissen Sie ja, wo sie ist. Warum sollte ich? Was wollt ihr mir hier anhängen? Dieser Achim Haber, soll ich den laufen lassen? Ja. Nee, warte noch mal. Wir nehmen erstmal Norbert Kuck unter die Lupe, ja? Also, checkt seine Gartenlaube, checkt seine Wohnung. Ich besorge den Durchsuchungsbeschluss. Gut. Okay. Schubert, Kripo Wiesbaden. Es geht um Ines Schütte. Ja, die ist nicht hier. Wann haben Sie sie dann das letzte Mal gesehen? Gestern. Wann genau? Vormittags. Als Sie sie gefeuert haben, oder was? Tja, tut mir leid, ging nicht anders. Klar, wenn es der Firma schlecht geht, müssen zuerst die Schwachen dran glauben.
Wer sind Sie? Robin Hood? Rausschmiss. Das ist genau das, hat sie gebraucht nach dem Überfall. Sie hat geklaut. In der Firma. Geklaut? Ja. Herr Fiedler, wir können uns auch gerne im Kommissariat weiter unterhalten, wenn Ihnen das lieber ist. Sie sollte Vorhängeschlösser bestellen für die Container auf unseren Baustellen. Da hat sie für sich ganz mitbestellt. Und zwar auf meine Rechnung. Deswegen haben Sie sie gefeuert? Ja. Sowas nenne ich Vertrauensbruch. Außerdem war das Ding gar nicht billig. Rot mit Gravur, so wie sie an den Brücken hängen. Sie meinen, so ein komisches Liebeschloss? Lassen wir so. Koks Personalakte, die hat es in sich. Er stand ein paar Mal kurz vorm Rauschmiss. Zuletzt war er in eine Wettgeschichte verwickelt. Irgendwelche Kleingärtner haben illegale Fußballwetten in seiner Gartenlaube veranstaltet. Bagatelldelikt? Ja, das hat ihm aber ein Disziplinarverfahren eingebracht. Und eins ist sicher, bei seinem nächsten Vergehen kann er sich einen anderen Job suchen, also dranbleiben, ja? Da gibt's noch einen. Vorhin kam ein Anruf von einer Versicherung, die wollten das Aktenzeichen des Überfalls. Fiedler hat das Geld für die Versteigerung versichern lassen. Er hat sich gegen Botenberaubung versichert? Ja. Naja, er geht oft zur Versteigerung, er hat viel Bargeld bei sich. Er hat das Geld nur diesmal versichert. Ich habe nachgefragt. Ach so? Das macht den Fiedler jetzt nicht gerade unverdächtig. Kann Zufall sein, kann aber auch sein, dass Fiedler unser Mann ist. Einsatz verdoppelt, Beute obendrauf, wunderbare Geldvermehrung. Gut, ich möchte mit ihm sprechen, ja? Okay, ich probier's mal. Schubert, was ist denn mit Frau Schüssler? Immer noch keine Spur. Der Fiedler hat's ja angeblich gefeuert. Was ist denn eigentlich, wenn die beiden da zusammen dran stecken? Hm. Ja, oder sie hat kapiert, dass er der Täter ist und ist untergetaucht. Hm. Haben Sie die Baustelle von Fiedler gecheckt? Herr Reuter, ich kann mich ja nicht vierteilen. Fiedler war nicht in seinem Büro. Er hat einen Außentermin mit Bianca Haber. Ein ganz normaler Deal. Wo ist das Problem? Sie wollen ein Haus verkaufen, das Ihnen nicht allein gehört. Herr Fiedler will das Haus mit Geld bezahlen, das er nicht hat. Ich finde das nicht normal. Wie jetzt? Es gehört nicht Ihnen alleine? Ich wickle nur das Geschäft, aber mein Bruder wird nichts dagegen haben. Der sitzt ja schließlich. Dazu haben Sie ja auch einiges beigetragen. Herr Fiedler, kommen Sie, erzählen Sie doch mal. Wie wollen Sie das Haus bezahlen bei Ihrer angespannten Finanzlage? Oder sind Sie wieder flüssig seit dem Überfall auf die Versteigerung? Sind Sie noch bei Trost? Ich bin selbst beklaut worden. Ja, richtig. Zum Glück war ja wenigstens die Anzahlung versichert. Hm? Ja, stimmt. Deswegen konnte ich Frau Haber auch einen fairen Deal offerieren. Ich glaube, Sie haben uns noch nicht so richtig verstanden. Sie reden hier über 20.000. Das Grundstück ist aber 200.000 wert. Keine Sorge. Das ist durch die Banken gedeckt. Ach ja? Ja. Können Sie das nachweisen? Natürlich. Sehen Sie, Frau Haber braucht Geld, um ihr Hotel umzubauen. Ich biete einen guten Preis für das Haus. Nämlich genau so viel, wie das Grundstück laut Gutachten wert ist. Frau Haber, was ist eigentlich mit der Hälfte, die Ihrem Bruder gehört? Die zahle ich ihm natürlich aus. Für ihn und die Kinder ist doch klar. Das ist die beste Lösung. Machen wir uns nichts vor, Herr Fiedler. Der Unterschied zwischen dem vom Gutachter ermittelten Wert und dem tatsächlichen Wert des Grundstücks ist erheblich. Das wäre also ein richtig gutes Geschäft für Sie gewesen. Was spricht dagegen, ein gutes Geschäft zu machen? Außerdem wäre somit allen geholfen gewesen. Naja, war nicht meine Idee. Ich kann auch auf die nächste Zwangsversteigerung warten. Apropos Idee, die Nummer mit der Geldversicherung, das war doch ganz definitiv Ihre Idee. Nein, es war auch nicht meine. Ines kam damit an. Was? Die hat recht gleich drauf bestanden. Ines Schütte? Ja. Sie war total nervös vor dieser Versteigerung. Ich konnte es mir auch nicht erklären, sie hat das schon ein paar Mal davor gemacht. Aha. Na, dann nehmen wir doch mal an, Herr Fiedler, dass diese Versicherung gar kein Zufall war. Und nehmen wir mal weiter an, dass Ines Schütte von dem geplanten Überfall wusste. Und dass sie die Versicherung nur abgeschlossen hat, um sie vor dem Verlust des Geldes zu bewahren. Dann würde sie mit drin hängen. Trauen Sie ihr das so? Wissen Sie irgendetwas über Ihren mysteriösen Liebhaber? Hat Frau Schütte mal einen Namen erwähnt? Nee, keine Ahnung.
Sagen Sie mal, Sie haben mir doch von diesem Schloss erzählt, was Frau Schütte angeblich bei Ihnen geklaut hat. Ja. Bei diesen komischen Liebesschlössern, da graviert man den Namen ein. Also ich habe dieses Schloss nie gesehen. Sie wird es wahrscheinlich irgendwo aufgehängt haben. Was ist das? Die neue Dienstwaffe. Taugt nichts, weil sie klemmt. Ach, das ist Sache der Handhabung. Wichtig ist, es ist Ihre, in Ihrer Gartenlaube sichergestellt. Habt ihr nicht. Doch, haben wir. Und wir haben sie im Labor sogar schon abgefeuert. Das ist die Tatwaffe. Ich wollte mich verarschen. Herr Krug, Sie stehen ab jetzt unter dringendem Tatverdacht, den Überfall verübt und dabei Mike Bertram erschossen zu haben. Sie kennen das Spiel. Sie müssen nichts sagen, womit Sie sich selbst belasten. Sie wollten das so nicht? Es war alles anders geplant? Wenn Sie wissen, wo sich Ines Schütte aufhält, dann würden Sie sich damit selbst helfen. Weiß ich nicht. Sie verschwinden lassen bringt aber nichts. Ich habe Ihre Täterbeschreibung schriftlich. Und die werde ich gegen Sie in der Beweisaufnahme verwenden. Welche Beweisaufnahme? Ich habe nichts gemacht. Die Waffe, die ist schon seit über 2 Wochen weg. Herr Krug, die Indizienlast gegen Sie ist inzwischen erdrückend. Machen Sie es nicht so schwer. Ich habe nichts gemacht. Er leugnet hartnäckig. Wir haben aber inzwischen genügend zuverlässige Sachbeweise. Gut. Ja, wir rekonstruieren jetzt mal den Tathergang für die Akten, ja? Okay. Na, dann mal los. Krug hat an dem Tag frei. Er kommt trotzdem ins Justizgebäude und unter einem Vorwand geht er zu seinem Spind. Hier hat er wahrscheinlich auch seinen Blaumann und die Maske versteckt. Er zieht sich den Blaumann an und in einem unbeobachteten Moment nimmt er sich die Waffe und die Munition. Ja, und dann macht er sich auf den Weg zur Zwangsversteigerung. Genau. Also, da ist der Versteigerungsraum. Dann hat er sich vielleicht hier oder hier kurz versteckt und die Maske übergezogen. Und nach dem Überfall bewegt er sich wahrscheinlich nach da. Zieht seine Sicherheitskarte durch und ist im Nu im Treppenhaus G. Im Sicherheitsbereich sucht niemand nach ihm. Hier kann er unbemerkt verschwinden. Und was ist im Versteigerungsraum passiert? Also, er kommt rein, schreit, alle auf dem Boden, Gesicht nach unten. Da liegt jemand, hier sind welche verteilt. Er nimmt einem nach dem anderen das Geld ab. Dann kommt er zu Mike Bertram. Der liegt ungefähr hier. So. Er liegt nicht. Er steht. Es gibt doch diesen Wortwechsel. Bertram verweigert die Geldübergabe. Krug insistiert. Das alles im Liegen? Danke. Also gut im Stehen. Sie sind jetzt mal Krug. Richten Sie die Waffe auf mich. Aus mit deinem Geld. Macht er aber nicht. Er schießt, Mike Bertram fliegt nach hinten und so haben wir ihn gefunden. So ungefähr kann es gewesen sein. Ja. Herr Blumenthal, besorgen Sie bitte den Haftbefehl für Norbert Krug. Aha. Weiß Krug, wo Ines Schütte ist? Also ich glaube ja, dass sie bei ihrem Liebhaber ist. Ich dachte, sie ist Single. Ja, angeblich. Aber sie hat sich ein Liebesschloss gekauft und so etwas braucht kein Single. Ein Liebesschloss? Na, da muss man aber schon ganz schön verliebt sein. Ja. Die Frage ist natürlich, in wen? Wir brauchen das Schloss.
Ja, Schubert. Und? Was denkst du? Naja, es war Krugs Waffe. Er hat für die Tatzeit kein Alibi. Er spielt. Spieler brauchen immer Geld. Illegale Sportwetten, das fällt in den Zuständigkeitsbereich unserer Abteilung 4. Abteilung 4? Na, klingelt da was? Moment mal, das ist doch... Richtig. Unter dem Vorgang findest du die Unterschrift des Kollegen Blumenthal. Er kennt Krug und er kennt Krugs Schwachstellen. Blumenthal? Du meinst, er hat gezielt den Verdacht auf Krug gelenkt. Das würde bedeuten, er hat alles geplant. Den Überfall, die Flucht. Ja, sogar die Täterbeschreibung von Ines Schütte. Sie wird uns das alles erklären, wenn wir sie haben. Scheiße. Was ist los? Was machen Sie denn hier? Wie ihr? Wo ist Ines Schütte? Bei der Baustelle. Ich soll doch herkommen. Wer hat das gesagt? Na, Blumenthal, er hat mich angerufen und gesagt, Sie wollen mich unbedingt hier haben, also. Fahr zur Baustelle. Komm. Hä? Komm. Fahren Sie bitte zur Baustelle. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich erklär's dir mal. Komm. Diese Sache mit dem Schloss, warum hast du das gemacht? Weil ich's für uns gemacht habe. Das war so eine Scheißidee. Hast du irgendwann in deinem Leben mal was von Gefühlen gehört? Ja, natürlich. Ich find's ja auch toll, so grundsätzlich. Aber sowas macht man auch zusammen, wenn dann. Aber so versaust du es. Mit deiner Romantik-Scheiße versaust du es auf den letzten Metern. Ich hab das gemacht, bevor du den erschossen hast. Okay, ich hab ihn erschossen. Aber ich musste handeln. Ich liebe dich. Ist das verkehrt? Ich glaube, Reuter hat was gecheckt. Ich kann nichts mehr machen. Es hängt jetzt an dir. Du musst Krug identifizieren, dann sind wir hier weg. Schaffst du das? Schaffst du das? Ja. Ja, ich schaff's. Reuter hat irgendwas von einem Liebesschloss erzählt. Sag mal, die hängt doch immer an Brücken. Ja? Da bin ich gar nicht gleich drauf gekommen. Die joggt doch immer da. Ja und? Wir müssen zur Brücke am Schiersteiner Hafen. Morgen sind wir in Caracas. Da kaufe ich dir ein neues Schloss. Uns. Da kaufe ich dir alles, was du willst. Komm. Nein. Nein. Komm jetzt. Los. Ines. Was soll das? Zu dir. Mann, wir müssen los. Die suchen dich. Los. Los! Blumenthal! Herr Reuter! Herr Reuter! Ich hab sie gefunden. Schubert hat irgendwas erzählt von deiner Brücke und da dachte ich wegen der Gegenüberstellung, das. Oder? Wir schicken Harvey und Krug nach Hause. Warum? Dann stehen Sie ja ohne Tatverdächtigen da. Zum
Zumindest ohne Tatverdächtigen, dem sie es nachweisen können. Das war schon richtig gut ausgedacht. Fast perfekt. Ich glaube aber nicht, dass Frau Schütte Lust hat, ihr Leben an der Seite eines Mörders zu verbringen. Und ich glaube auch nicht, dass sie Lust hat, jeden Tag Angst zu haben, vielleicht doch noch erwischt zu werden. Oder irre ich mich, Frau Schütte? Das Geld ist im Kofferraum. Die Maske und der Overall auch. Ich habe alles besorgt. Kommen Sie. Und dafür haben Sie nun Jura studiert und sind Staatsanwalt geworden. Ich wollte niemals Staatsanwalt werden. Aber Ihr Vater wollte das. Und Sie wollten seine Anerkennung. Ich scheiß auf seine Anerkennung! Ich hab keine Anerkennung. Niemals. Und darum jetzt der große Befreiungsschlag, den Mark Bertram leider mit seinem Leben bezahlen musste. Das war nicht geplant. Er hat mich angegriffen, provoziert. Ist immer Fake passiert. Sie wollten Ihrem Vater endlich den Rücken zuwenden. Aber jetzt müssen Sie ihm in die Augen schauen.